Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe beim Kieler Wochentalk. Zum 72. Mal sehen wir uns tatsächlich schon wieder beim Kieler Wochentalk. Die 72. Ausgabe steht an. Und mit dabei haben wir ein besonderes Pärchen. Das Sommerhaus der Stars ist nun zu Ende. Lars und Dominik haben gewonnen, das große Finale. Marita, die Lebenspartnerin bzw. die Ehefrau vom Alm Klausi bzw. Klaus, hatten wir zu Gast beim Kieler Wochentalk in Folge 70. Und jetzt begrüßen wir ein weiteres Pärchen aus dem aktuellen Cast. Und zwar Janina Korn und Roland Heitz. Das ist das erste Pärchen, welches rausgeflogen ist dieses Jahr. Warum? Wie sie auf die Zeit zurückblicken, wie sie das große Wiedersehen gesehen haben, wie sie zu Michelle und Mike stehen und welches Kostüm Janina Roland angezogen hätte beim Spiel, wo die Prominenten bzw. die Männer sie verkleiden mussten und die Damen bzw. die Frauen die Männer durch die Wege führen mussten. Das erfahren wir jetzt im Interview, im Gespräch, in der Skype-Schalte mit den beiden. Viel Spaß beim Schauen. Ja, Janina und Roland beim Kieler Wochentalk. Schön, euch zu sehen. Wie war euer Tag bisher? Hallo! Moin! Ja, unser Tag war ganz gut. Wir ziehen ja demnächst zusammen, deshalb war es auch ein bisschen anstrengend, weil wir ja gerade die Wohnung so ein bisschen herrichten, beziehungsweise ich, weil der junge Mann neben mir möchte nichts mit der Wohnung machen, was ich auch nachvollziehen kann. Das ist meine erste Renovierung. Er hat genug renoviert in seinem Leben, deshalb mache ich das halbwegs alleine. Also anstrengend, aber war ein schöner Tag. Du hättest es positiv formuliert. Ne, warum ist das die Wahrheit? Die Frage gewesen, du hast Gestaltungsfreiheit. Ja, okay, ich habe Gestaltungsfreiheit. Okay, ihr wart ja jetzt vor kurzem im RTL-Format das Sommerhaus der Stars. Lass uns darüber quatschen. Wie kam es denn zur Teilnahme? Willst du? Bitte. Bitte, wie kam es zur Teilnahme? Ich war ja immer schon so ein neugieriger Reality-TV-Gucker, ja. Und Roland eher nicht so. Also für Roland war das ein komplett neues Genre. Und ich habe natürlich die letzten Jahre auch immer ein bisschen Sommerhaus verfolgt, habe immer mal reingeguckt. Gerade die Staffel letztes Jahr war ja sehr turbulent, sagen wir es mal, ne? Und ja, als dann die Anfrage kam, da haben wir uns natürlich riesig gefreut, waren total gespannt und excited und dann hat es geklappt und wir sind da ja so ganz offen und unbefangen rein und es war schon gerade die Vorbereitung halt voll aufregend, ne? Weil man wusste natürlich nicht, was so auf einem zukommt. Also war schon für mich so ein kleiner Wunsch, der sich da erfüllt hat. Also ich wollte immer schon mal bei sowas mitmachen. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn in das Format reingegangen? So, jetzt du. Ich muss was trinken. Ich hatte da gar keine wirklichen Erwartungen, muss ich sagen. Ich habe mich darauf eingelassen und habe es auf mich zukommen lassen. Ja, das habe ich dann erlebt, was ich erlebt habe, aber wirklich Erwartungen in dem Sinne. Janina hat ja gesagt, sie war daran mehr interessiert, an dieser Art von Fernsehen generell. Ich musste mich da erstmal mit anfreunden. Ich habe mich da erstmal schlau gemacht, habe erst einmal die Staffel vom letzten Jahr angeguckt. Ja, um mich da zu bilden, ne, in welche Richtung das so geht. Ne. Ja. Und dann waren ja da auch diese Spiele, da hatte ich dann auch schon Respekt, als ich das gesehen habe, was da alles gemacht werden muss. Da habe ich dann schon gedacht, Donnerwetter. Also wenn man das durchziehen will, dann muss man sich schon ganz schön ranhalten. Was würdet ihr zwei denn sagen, was zeichnet euch denn als Paar aus? Ja, die Frage haben wir so oft gehört. Die Frage haben wir oft gehört. Darf ich antworten? Bitte. Also uns als Paar zeichnet auf jeden Fall aus, dass wir uns wirklich bedingungslos lieben. Und ich behaupte einfach mal, dass das nicht per se bei allen Paaren so ist. Und ich finde, das ist schon was Besonderes. Wie habt ihr euch zwei denn kennengelernt? So, jetzt darfst du. Ja, wir haben uns bei der gemeinsamen Arbeit am Theater kennengelernt. Ich habe ein Stück inszeniert, das hieß Der Tatortreiniger und Janina hat dann die Hauptrolle gespielt und ja, die Geschichte kurz erzählt. Und da haben wir aber gemerkt, dass wir uns gut verstehen und sind dann zusammen essen gegangen, haben uns öfter getroffen und so hat sich das weiterentwickelt, ja. War das denn Liebe auf den ersten Blick?
Das würde ich so nicht sagen. Würde ich so auch nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen. Wir waren ja beide nicht auf der Suche, das muss man ja auch sagen. Genau. Ja. Ich muss dazu sagen, ich war ja 8 Jahre Single, bevor ich Roland kennenlernte. Ne? Also ich war sowas von überhaupt nicht auf der Suche. Ich habe das so genossen, 8 Jahre lang einfach meine Ruhe zu haben, weil ich immer dachte, Beziehung ist stressig und anstrengend und ich muss irgendwie die Probleme von dem anderen auch noch irgendwie mittragen und mich da kümmern und so. Und dass es auch anders geht, habe ich dann erst gelernt, ja, als das mit uns enger wurde, ja. Bei mir war es ja so, ich war ja Witwer oder bin es noch rechtlich gesehen. Ja, ich war 27 Jahre verheiratet, meine Frau ist 2014 verstorben. Und ich habe dann immer gedacht, gut, wenn nochmal sich was ergeben sollte, okay, wäre schön. Also nach einer gewissen Trauerzeit habe ich das gedacht. Ich habe gedacht, ja, war ich wieder offen dafür, für eine Beziehung. Und habe gedacht, wenn sich was ergeben sollte, okay, wenn nicht, dann ist das eben auch so. Und ja. Da jetzt nicht, war nicht auf der Suche auch und habe da auch nicht jetzt mit Gewalt irgendjemand kennenlernen wollen. Das kann ich nicht sagen. Umso schöner, dass es wieder geht. Dann kommen wir zurück zum Sommerhaus der Stars. Wie war denn die Zeit für euch jetzt, wo alle Folgen abgedreht bzw. im Fernsehen ausgestrahlt worden und das Finale gelaufen ist? Wie blickt ihr zurück auf die Zeit? Ja, die reine Teilnahme, das ging alles sehr rasch für uns eigentlich, ne? Also wir sind da eingezogen, dann gab es gleich, ich glaube am nächsten Abend, gab es schon dieses Stimmungsbarometer. Ja, und der Eklat wegen Putzen und so. Und da war schon, da hatten die sich schon, die anderen Mitbewohner hatten sich schon irgendwie so ein bisschen auf uns eingeschossen. Und da war schon klar, dass die Stimmung gegen uns war. Und dann haben wir versucht, das Ruder noch rumzureißen, was aber entsprechend nicht mehr möglich war, beziehungsweise nicht gewürdigt wurde, um es mal so auszudrücken. Und da war schon klar, dass da nicht mehr viel zu machen ist. Also das ging so rasend schnell, dass man, so schnell konnte man gar nicht gucken, Stimmungsbarometer gegen uns alle, Bomben, ja. Zack. Da waren wir ganz schnell vor veränderte Tatsachen gestellt. Und ja, das hat natürlich, ja, wie soll man das sagen, das ist alles sehr beschleunigt. So. Ja. Ihr seid dann ja nun auch als erstes Paar rausgeflogen, relativ schnell. Wie lange wart ihr denn jetzt wirklich drin? Wir waren eine Woche. Eine Woche, ja. Eine Woche waren wir drin. Und es gab ja dann diese Nominierung, die denkwürdige. Und dann gab es ja die Überraschung mit der Exit-Challenge. Ja. Das war ja auch eine Neuerung. Und dann hatten wir die Chance, ein Spiel zu gewinnen. Und wenn wir es gewonnen hätten, hätten wir noch bleiben können. Ne? Wie das dann ausgesehen hätte, steht auf einem Blatt. Aber das ist uns leider nicht gelungen, das Spiel zu gewinnen. Und somit sind wir letztendlich wegen eines verlorenen Spieles raus, muss man auch sagen. Gut, und wenn du ein Spiel nicht gewinnst, dann hast du es verloren. Wie traurig war denn jetzt letztendlich, dass ihr dann wirklich als erstes Paar nach einer Woche ausgeschieden seid? Also ich war sehr traurig, das muss ich wirklich sagen. Ich hätte wirklich gerne noch mehr Spiele gespielt. Ich hätte gerne die anderen noch besser kennengelernt. Ich hätte mich gern halt noch mehr Herausforderungen gestellt, weil wir haben 4 Spiele gespielt. Und wenn man überlegt, wie viele Spiele es insgesamt im Sommerhaus gab, hätte ich gerne noch mehr davon mitgemacht. Also ich persönlich hätte mich sehr gefreut über das Spiel mit den Tierkostümen. Weil ich liebe Kostüme, ich liebe Tierkostüme und ich hätte einfach gerne mich mehr ausprobiert in den Spielen. Das muss ich wirklich sagen. Ja, ja. Tierkostümspiel hätte ich auch gerne noch gemacht. Ja. Du liebst auch Tierkostüme, genau. Ja, lustig. Ja. Welches Kostüm hättest du Roland denn angezogen, Janina? Was ich ihr angezogen hätte? Nee, andersrum. Bär. Bär. Und du mir? Huhn. Was meint ihr, jetzt nochmal zurück zum Exit. Was meint ihr denn, warum ihr jetzt wirklich rausgeflogen seid als erstes Paar? Also warum habt ihr die meisten Stimmen bekommen? Ich glaube, das kannst du besser beschreiben. Beschreib du das mal. Das war eine Gruppendynamik. Mhm. Dass die sich untereinander gesagt haben, da fing sicher einer an zu sagen, der macht aber zu wenig jetzt hier und so.
Und dann haben sich welche darauf eingelassen. Das war ja auch sehr bequem für alle anderen. Erstmal, ich glaube, das erste Paar zu nominieren ist gar nicht so einfach. Und da war das für die sehr einfach, als da vielleicht 2, 3 Stimmen laut wurden, auf den Zug mit aufzuspringen. Um dann zu sagen, okay, die wollen wir auf jeden Fall raus haben. Ja, genau, dass andere Paare dann eben gehört haben, ach, da hat jemand angesprochen, Janina und Roland machen nichts im Haushalt. Ah, cool, ja, komm, dann nominiere ich die auch. Hauptsache, ich bin nicht nominiert. Und das ist halt sehr vorurteilsbehaftet, finde ich. Ich finde, damit gibt man Menschen halt nicht die Chance, irgendwie sich zu bewähren oder auch den Mensch selber kennenzulernen. Trotzdem ist es eine nachvollziehbare Gruppendynamik einfach, die sich da so ergeben hat, ja, gegen uns. Hättet ihr zwei denn jetzt so zurückblickend irgendwas anders gemacht? Ja, also man sieht ja jetzt wieder, dass ein gewisses Konfliktpotenzial natürlich auch dafür sorgt, dass es so unterhaltsam ist. Vielleicht hätte man einfach, haben wir auch schon gesagt, vielleicht hätte man einfach beim Einzug durchs Tor gehen können und direkt Stress machen müssen, so irgendwie, was weiß ich, lospoltern und losschimpfen und irgendwie da Streit suchen und so, aber so sind wir nicht. Wir sind auch nicht immer harmonisch, auf gar keinen Fall. Ich bin eine totale Zicke, ich heule viel. Also ich bin durchaus jetzt keine Langweilerin, aber man bekommt ja das Gefühl, dass wir vielleicht zu wenig Stress gemacht haben. Keine Ahnung. Wie ist denn das Gefühl gewesen nach dem Auszug? Folgt man dann direkt los, also nach Hause, wenn man das Gefühl hatte, man sei nicht erwünscht gewesen, oder wäre man schon noch? Ja. Also ich hatte definitiv das Gefühl, dass ich nicht erwünscht war dann beim Auszug. Klar. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Wenn du 7 Paare gegen dich hast, bist du nicht erwünscht. Oder 6 Paare. 6 Paare, genau, 6 Paare. Genau. Wenn du 6 Paare gegen dich hast, dann bist du nicht erwünscht. Und das fühlt man auch so dann. Ja, klar. Genau. Ja. Klar. Jana und Sascha sind dann ja eure Nachfolger gewesen. War das ein würdevoller Nachzug für euch? Ja, auf jeden Fall ein ganz ungewöhnliches Paar. Also das kann man ja zweifelsohne sagen. Also sehr, sehr außergewöhnlich. Leben in ihrer ganz eigenen Welt, haben ganz eigene Ansichten über die Dinge und ja, nicht unspannend, sag ich mal. Jetzt, wo ihr die Folgen auch gesehen habt, denke ich mal, wo die Abstrahlung vorbei ist, seid ihr dann schon froh, dass ihr als erstes Paar ausgeschieden seid, aufgrund der Intrigen, dass ihr da nicht mit reingezogen wurdet, oder? Also, interessanterweise häufen sich die Stimmen, die mir sagen oder auch Roland sagen, seid froh, dass ihr als erstes raus seid. Ja, vielleicht kann man das so sehen, trotzdem sehe ich es nicht so, weil es ja ein Spiel ist. Und ein Spiel tritt man an, um ja auch möglichst weit zu kommen und im Idealfall zu gewinnen. Also jetzt zu sagen, man ist froh, dass man früh raus ist, das würde dem Ganzen irgendwie so einen Sinn nehmen, weißt du, was ich meine? So, deshalb froh würde ich überhaupt nicht sagen. Es ist vielleicht nicht schlecht, dass man jetzt nicht in jeden Konflikt verwickelt war, ja? Also ich bin froh, dass ich mich nicht so teilweise beschimpfen lassen musste, wie andere im Haus das über sich ergehen lassen mussten. Also da bin ich schon froh, in dem Sinn, dass ich bestimmte Konflikte nicht miterleben musste. Trotzdem wäre ich definitiv gern länger drin geblieben. Also du auch, ne? Ja, klar. Also, ja, natürlich, man geht ja rein, um so weit wie möglich zu kommen, möglichst ins Finale im Idealfall und dann auch möglichst um zu gewinnen. Alles andere macht ja keinen Sinn. Lars und Dominik haben das Ding dann ja am Ende gerockt. Sind das würdevolle Sieger? Ja, finde ich auf jeden Fall. Also ja. Auf jeden Fall. Und ja. Wir sind ein tolles Paar. Ja. Und die haben das halt einfach auch super gemacht. Ja, super gemacht. Köpfchen und sind sportlich. Das ist natürlich ein Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Bei welchem Spiel meint ihr denn, wenn ihr weitergekommen wärt, wo wärt ihr spätestens gescheitert? Das habe ich auch überlegt. Da waren so ein paar ordentliche Klopper dabei. Also ich finde ganz schlimm die Wippe, ne? Ja, diese Wippe. Die Höhenwippe? Ja. Und dann gab es auch dieses Spiel mit dem an der Wand klettern da. Das war auch nicht ohne. Das war auch nicht ohne. Da weiß man auch nicht, wie es letztendlich ausgegangen wäre.
du brauchst halt auch irrsinnig viel Kraft, um dich da oben zu halten. Mhm. Ich habe das mit einem Höhenspiel haben wir ja gemacht. Das war das mit den Reifen. Genau. Und ich habe da auch gedacht, ich marschiere da so durch. Und dann merke ich während des Spiels, dass mich einfach die Kraft verlässt. Ja, die verlässt die Kraft, das ist echt so. Und da kannst du nichts mehr machen. Wenn du dich nicht mehr halten kannst, kannst du dich nicht mehr halten. Das war's dann. Also du brauchst wirklich Kraft, dich da alleine schon zu halten und dann noch die Geschichten zu machen und noch Rätsel lösen, was da alles verlangt war, das ist schon nicht ohne. Das ja, sieht immer so vielleicht aus, glaube ich, wenn man das sieht, so, aber die Spiele sind nicht ohne, ja. Mhm. Was war denn nun das Erste, was ihr gemacht habt nach eurem Auszug? Das Erste, was wir gemacht haben, willst du sagen? Wir sind ja abends noch nach Hause gebracht worden von der Produktion und das Erste, was wir gemacht haben, wir sind zur Tanke und haben uns einen Döner geholt und ein Bier. So. Döner und Bier. Hat euch das auch am meisten gefehlt? Also was Ernährung und Getränke angeht im Sommerhaus, konnte man sich überhaupt nicht beschweren. Also ich muss für meinen Teil tatsächlich sagen, und ich weiß, dass es Roland ähnlich geht, dass uns überhaupt nichts gefehlt hat im Haus. Also uns hat weder das Handy gefehlt, noch irgendwie Nachrichten glotzen, noch irgendwie, irgendwie Netflix oder was man so alles hat im Alltag, hast du ja im Haus nicht. Überhaupt nichts hat mir gefehlt. Mir hat nichts gefehlt. Ich hatte Natur, ich hatte warme Temperaturen, alles gut. So. Ja, das war eigentlich meine Erholung, dass man eine Woche mal nicht ans Handy gehen musste. Ja. Gar nichts Richtig. Machen musste. Und eigentlich so. Eine Entschuldigung, was ich hatte, indem man sagte, es ist ja auch gar nicht da. Also ja, genau. Kann ich ja genau, nicht, also richtig. Brauche ich einfach ja nicht. Mal nicht erreichbar sein. Das ja. war eine Wohltat. Weil du machst es ja, du machst es ja so im Alltag nicht, selbst wenn du dir es vornimmst, sagst, oh, geh ich mal weniger ans Handy. Das ja, macht man nicht. Man guckt doch ständig drauf. Ja. Also, also ich habe es auch nicht vermisst. Welches Paar oder welche Person würdet ihr denn sagen, waren für euch am anstrengendsten? Kann man die einzeln herausbekommen? Das kann man so nicht sagen, da wir so kurz drin waren. Also das war, ich kann das nicht sagen. Also in der ersten Woche war ja niemand anstrengend. Ich glaube, dass sich die Sachen dann auch erst steigern, durch das enge Zusammenleben dann vielleicht, dass sich das so ein bisschen steigert alles. Ne? Aber also könnte ich jetzt niemandem sagen, nee, ich sage, oh, der ging aber auf die Nerven. Das war einfach ja. nicht, kann man nicht sagen. Nee. Wie kann man sich das denn grundsätzlich als Zuschauerin oder als Zuschauer im Sommerhaus vorstellen? Na, du lebst mit verschiedenen Leuten auf engstem Raum zusammen. Die du nicht kennst. Die du erstmal also gar nicht kennst und genau. erstmal fremd. Dann, mit denen teilst du den Alltag. Und du musst erstmal gucken, wie ticken die anderen so. Und die gucken auch, wie ticken wir, ne? Ist ja klar. Und mit denen spielst du Spiele zwischendurch. Ja, und es gibt auch Phasen, dass natürlich dann nicht so gezeigt wird und nicht so interessant ist für den Zuschauer, wo auch einfach mal nichts passiert, ne? Wo man einfach so da hängt und wartet, so was so passiert, ne? Ja, es ist ja nicht unterhaltsam. Nö, nicht wirklich. Wie war das so ein normaler, wie lief denn so ein normaler Tag bei euch ab? Ja, viel früher, also wir waren immer früh auf. Ne? Ja, wir waren früh wach. Ja, ich habe so schlecht geschlafen, ich hatte so einen leichten Schlaf. Ich muss mal kurz was holen, ich komme gleich wieder. Nee, wir waren dann auch früh draußen, saßen draußen, haben gegenüber die Büffel beobachtet und uns angeguckt, wie die Natur erwacht, wie die Vögel zwitschern. Und so nach und nach kamen dann welche dazu und dann hat man so ein bisschen Tee gemacht, Kaffee, so ein bisschen jeder vor sich hin gedümpelt und dann so langsam Richtung Frühstück das Ganze. Ja, und dann gab es oft auch, zwischendurch gab es ja auch die Interviews und dann gab es natürlich auch Spiel dann zwischendurch, ne? Da musste man sich dann noch bereithalten. Und das ist ganz normal. Dann gab es Mittagessen, dann gab es abends noch mal was. Also langweilig wird einem nicht, das kann man auch nicht sagen. Danke. Was sagst du? Hattet ihr die Gelegenheit, irgendwie mit Redakteurinnen oder sowas zu sprechen bei den Interviews? Das ist intern. Das ist intern, ja. Aber no comment über interne. wie ist denn das? Marita hat ja während des Hauses
beziehungsweise während des Aufenthaltes jetzt auch vor kurzem mit dem, beziehungsweise Kontakt zur Außenwelt haben können. Ihrer Mutter war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Sie hat das dann ja auch direkt im Haus weitererzählt. Wie wärt ihr denn mit der Situation umgegangen? Also ich habe das, glaube ich, sehr gut, glaube ich, weitererzählt, in der Hoffnung, dass, oder in dem Glauben, dass man sich mit ihr freut. Das ist dann nicht geschehen. Ist auch nachvollziehbar, weil zwei andere Frauen auch Kinder haben und auch gern Kontakt gehabt hätten, vielleicht auch gern gewusst hätten, wie es denen geht. Das ist bei denen gar nicht gut angekommen. Nun weiß ich auch von Marita, die hat ja die Geschichte im Haus erzählt, dass sie das Kind, das sie hat, das ist unter schwierigsten Umständen auf die Welt gekommen. Und das ist eine ganz tragische Geschichte an sich. Und aus dem heraus habe ich mir so gedacht, war es für sie nochmal, ich will das nicht vergleichen. Aber mein Gefühl war, dass für sie das nochmal doppelt so wichtig ist, da was zu hören. Also, ja. Es war ja ein Frühchen, der kleine Junge, ne? Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Und da ist eine ganz enge Bindung. Und aus dem heraus kann ich das nachvollziehen, dass sie da so, ja, auch dieses Hin- und Hergerissensein, aus dem Haus raus, doch noch bleiben und so, das ist schon nachvollziehbar. Irgendwo. Wie siehst du das, Janina, als Frau? Ich kann da nur bedingt mitreden, weil ich dieses Muttergehen nicht habe. Also ich wollte noch nie Kinder und ich will auch keine Kinder und deshalb kann ich da leider überhaupt nichts zu sagen. Ich würde da gern mitreden, aber das ist halt überhaupt nicht mein Thema. Frag mich was zu Nagetieren, da kann ich mir zu sagen. Also zu deiner Frage nochmal, wie wir reagiert hätten, wenn sie es uns gesagt hätte, wenn wir im Haus gewesen wären, mein Gott. Ja, dann hätten wir gesagt, ja, schön für dich. Ne? Also ja. Hätte uns jetzt nicht betroffen. Dass die anderen beiden Frauen da anders reagiert haben, liegt halt wirklich daran, die haben halt auch ein Kind zu Hause, ja. Ist auch irgendwo nachvollziehbar. Andererseits, ich habe gesagt, hättet ihr das nicht auch nutzen können und zu sagen, ja, sie hat Kontakt gehabt, können wir bitte auch Kontakt haben in einer Form. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, damit umzugehen. Aber gut, da ist auch jeder anders. Muss auch jeder entscheiden für sich. Dann lasst uns jetzt nochmal über kurz ein, zwei Minuten über ein weiteres Paar sprechen, und zwar Michelle und Mike. Das war ja wohl das polarisierendste Paar seit langem im Haus. Ihr seid heute noch, soweit ich informiert bin, in Kontakt. Wie ist denn das Paar? Das ist ein wunderbares Paar. Ich kann das alles nicht teilen, dieses ganze Bashing nennt man das. Nee. Also wir haben sehr guten Kontakt zu denen von Anfang an gehabt, von Anfang an einen guten Draht zu den beiden gehabt. Und den haben wir immer noch. Und alles, was jetzt im Haus passiert ist, was, wie du sagst, polarisiert und was nach außen gezeigt wurde, das werden die beiden aufarbeiten und ich denke, die schaffen das auch. Und wie die damit umgehen, das ist auch deren Sache. Ja, das ist auch ein Stück weit Privatsache. Ja. Also auch gerade was so die Kinder angeht. Ich weiß, dass Michelle also wirklich extremst angegriffen wurde, gerade im Netz. Und dass egal, ob es jetzt um Michelle geht oder um irgendjemand anderen, das ist einfach so eine Grenze, sobald Familie und Kinder mit einbezogen werden. Michelle hat das ja auch nie thematisiert im Haus. Sie hat ganz klar das als Privatsphäre gehalten und da ist dann für mich schon, also das finde ich schon sehr grenzwertig. Also ja, ich finde, es geht gar nicht. Nein, die bekommen Hasskommentare, die bekommen schlimmste Hasskommentare, Morddrohungen, das geht alles überhaupt nicht. Das ist so unmöglich, finde ich das. Würdet ihr denn sagen, dass die Produktion hat das vielleicht auch so zurechtgeschnitten, dass die gerade so ins schlechte Licht geschnitten werden oder gespielt werden? Naja, aus Produktionssicht baust du natürlich sicher etwas auf, was sehr viel Spannung erzeugt und sehr viel Diskussionsstoff liefert. Ja. Es ist ein Unterhaltungsformat. Es ist und bleibt ein Unterhaltungsformat. Und da, klar, gibt es bestimmte Typen, die da eher polarisieren. Und da sagt man sich als Produktion natürlich auch, das ist ein Erzählstrang, das ist ein Handlungsstrang und das ist spannend für den Zuschauer. Also ich kann das aus Produktionssicht, das ist einfach Reality. Ich habe es gerade angesprochen, mit Michelle und Mike seid ihr noch in Kontakt. Mit wem seid ihr denn noch in Kontakt? Ja, wir haben Kontakt mit mit Dominik ein bisschen. Dominik und Lars und allen Klausi und Marita.
Das war's schon. Und das war's. Das war's. Das war's. Stimmt das? Ich überlege gerade. Haben wir jemanden vergessen? Nee. Nee. Doch, Mola, Mola natürlich. Ja, Mola und Adelina, ja klar, natürlich. Ja, ja, klar. Genau. Ja, klar. Ja. Mhm, genau. Ja, mit Adelina haben wir auch telefoniert, neulich. Ja. Nochmal zurück zum Format. Wie war denn die große Wiedersehensshow für euch? Ihr wurdet ja relativ wenig gezeigt. Ja, das fand ich ein bisschen unverschämt, dass man uns nicht angesprochen hat, zu gar nichts. Ja, das war schade. Das war echt schade. Fand ich ein bisschen enttäuscht. Ja, also, das muss ich klar sagen. Es war ja wirklich das jedes Paar, auch in diesen Einspielern, die der Zuschauer gesehen hat, ja. Ne, da war ja jedes Paar irgendwie in irgendeiner Situation mal kurz zu sehen. Und ich meine, klar, wir hatten nach unserem Exit hatten wir die Talkshow bei Frau Ludewig und das war auch toll, da zu sein. Trotzdem ist die Wiedersehensshow ja die Wiedersehensshow. Und das war schon schade, dass wir da so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden, weil ich habe schon ein, zwei Sachen gesagt. Und auch Roland hat ein, zwei Sachen gesagt. Es gab ein ganz tolles Gespräch mit Mola bei der Wiedersehensshow, wo Mola sich ein bisschen entschuldigt hat für dieses, sage ich mal, Pauschalurteil, was da abgegeben wurde uns gegenüber im Haus. Ihr macht nichts im Haushalt, also schieben wir euch in eine Schublade und nominieren euch alle. Und das fand ich ganz toll. Und ich hätte das voll cool gefunden, wenn das gezeigt worden wäre. Aber ist nicht. Habt ihr euch denn bei der Ausstrahlung am Donnerstagabend schon gefragt, was haben wir da denn jetzt wirklich gemacht? Wie bitte? Was habt ihr euch denn bei der Ausstrahlung am Donnerstagabend wirklich dann auch hinterfragt, was ihr da wirklich gemacht habt bei der Aufzeichnung von der Wiedersehensshow? Fragt man sich zwangsläufig natürlich ein bisschen. Ne? Ich meine, Sinn ist natürlich, dass alle Paare, die im Haus waren, nochmal zusammenkommen. Und ich finde das natürlich auch richtig, dass das Paar, das als erstes ausgeschieden ist, auch da ist. Ne? Das macht ja Sinn, weil es sollen ja alle Paare sein. So. Insofern habe ich mich darauf gefreut, habe mich auch auf die meisten Paare gefreut. Aber ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn man irgendwie zu Wort gekommen wäre. Hat sich denn ansonsten bei euch irgendwas verändert? Werdet ihr mehr angesehen von Zuschauerinnen und Zuschauern? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Was werden wir? Mehr angesehen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Werdet ihr öfter angesprochen oder sowas? Ja, also man bekommt natürlich viele Nachrichten online, also gerade so bei Instagram, Facebook und so. Da geht es schon ganz gut ab und so, gerade weil wir beide uns natürlich auch immer hinter Mike und Michelle stellen. Das ist ja ganz klar. Das gefällt vielen nicht und viele werten das als ihr bagatellisiert toxische Beziehungen und ich bin immer so, hallo, nein, wir haben die beiden einfach lieb und sonst nichts. Also man muss sich da schon richtig krass rechtfertigen und ich erlebe es, dass ich an Orten, wo ich früher zum Einkaufen war, heute nach einem Selfie gefragt werde, das war gerade gestern wieder, aber es hält sich natürlich in Grenzen dadurch, dass wir relativ kurz im Haus waren. Das meiste ist halt online, wirklich viele Nachfragen und das ist so das. Wird man euch denn nochmal in einem weiteren Format sehen können oder sehen dürfen? Willst du mal was sagen? Ja, also ich hängt natürlich nicht nur von uns ab, aber ich wäre da nicht abgeneigt. Also ein bisschen Blut geleckt habe ich da schon. Nicht auszuschließen, dass man demnächst noch mehr von uns sieht. Ja. Worauf hättet ihr Lust? Also die Paarformate sind ja eh limitiert. Ne? Ich glaube, das hat sich sogar schon erschöpft. Ja, die Paarformate, da gibt es ja tatsächlich nur das Sommerhaus der Stars. Also müssten wir ja quasi einzeln irgendwo in ein Format gehen und also ich würde, wenn die einen favoritisieren, weil das finde ich total lustig. Die Frage ist aber, ob das überhaupt noch produziert wird nach den letzten Staffel. Ich glaube, die waren da nicht so glücklich mit den Einschaltquoten, aber das weiß man ja nie. Das weiß man nicht. Und ich würde super gerne zu Kampf der Reality Stars, weil es ist einfach in Thailand, es ist schön warm, es gibt eine schöne Sala, da ist immer der Kühlschrank voll, da ist das Meer vor der Tür. Ja, und man hat einfach mal die Chance vielleicht, ein bisschen länger sich zu zeigen. Das wäre so mein Ziel. Was? Was ist denn mit dem Dschungel? Also ich glaube, das ist mir zu eklig mit der Viecherfresserei. Ich glaube, das ist nicht mein Ding. Also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also schauen wir mal. Also an der einen fasziniert mich ja, dass man da wirklich lebt wie in einem anderen Jahrhundert. Das finde ich einfach klasse. So völlig, ne, auf sich gestellt und
Ja, Stallarbeit machen, so wie das früher halt war. Nicht in den Supermarkt gehen und einkaufen, selber machen. Ne? Mhm. Schauen wir mal, Schatz. Dann sind wir gespannt, ob wir euch das demnächst wiedersehen. Zum Abschluss hättet ihr jetzt nochmal die Chance, Worte an eure Fans und an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu richten. Ja, ich fange mal an. Hallo. wir freuen uns wahnsinnig, dass die Zuschauer wirklich, haben wir das Gefühl, sehr genau hingeguckt haben im Sommerhaus. Das stimmt. Und dass wir nicht, wir haben keine einzige Nachricht bekommen mit, ihr seid ja langweilig, wer seid ihr eigentlich? Im Gegenteil. Wir haben Nachrichten bekommen, komplett positiver Art, die auch ein bisschen in die Richtung gehen. Wie kann man das zusammenfassen? Ergänzt du mal, ich weiß ja, nicht. Ja, aber es positives, letztendlich positives Feedback. Ja. Ja, viele haben auch geschrieben, ihr wart die Lustigsten. Ich meine, es war gar nicht so zu erkennen, aber die haben es trotzdem irgendwie erkannt. Also das war schon toll. Ich kann aber nur allen sagen, die nicht genug von uns kriegen können, wir haben ja einen YouTube-Channel. So. Janina und Roland, Love and Quirks, Liebe und Schuldigkeiten. Da machen wir auch regelmäßig Videos. Da werden wir auch ein Video zum Thema Sommerhaus machen. Genau, Frage und Antwort. Genau. Und wie gesagt, guckt euch die Sachen an. Die sind online auf YouTube. Habt da was zu gucken über uns. Und da erfahrt ihr das ein oder andere über uns und unsere Schrulligkeiten. Schrulligkeiten, wir sind nämlich sehr schrullig. Ja, das war die 72. Ausgabe beim Killerwochentalk. Nächste Woche steht die 73. Folge an. Logischerweise, nach der 72 kommt die 73, dann die 74, 75 und in 8 Wochen ist übrigens schon wieder Weihnachten. Also, das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Ich wünsche euch jetzt aber eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und kommt gut rein in den November. Und übrigens, eine Stunde später sehen wir uns doch heute aufgrund der Zeitumstellung. Also, ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dahin. Ciao.